Hi, ich zeige euch heute ein kleines Kartenspiel und zwar Siberia, das Kartenspiel. Das ist quasi der kleine Bruder von dem großen Brettspiel. Und wir sind in Sibirien und wollen Rohstoffe abbauen. Wir beide haben Teams von Arbeitern und später auch Verkäufern. Und das hier sind die Rohstoffe, die uns zur Verfügung stehen. Hier ist unser Förderturm. Und ja, ich fange einfach mal an. Jeder beginnt das Spiel mit 5 Karten und jede Karte hat immer 2 Symbole, und zwar eins für den Rohstoff und eins für eine Person. Und das Erste, was ich aber mache, wenn ich dran bin, immer, ich gucke, sind hier weniger als mehr als 2 Karten noch verdeckt, dann muss ich erstmal eine Karte in der Förderstrecke aufdecken. Ich nehme einfach mal die, hier haben wir Erdgas, hier haben wir Kohle, Erdöl. So, und jetzt kann ich mir raussuchen, entweder ich ziehe 2 Karten oder ich spiele Karten. Und wenn ich Karten spiele, dann spiele ich entweder 2 mit dem gleichen Symbol, also entweder 2 mit der gleichen Person oder 2 mit dem gleichen Rohstoff. Also ich könnte hier die 2 mit der Kohle auch spielen und für die entsprechende Aktion durch. Oder wenn ich keine 2 mit dem passenden Symbol habe, sondern nur einen, zum Beispiel hier mit dem Erdgas, kann ich einen mit dem passenden Symbol spielen und 2 beliebige Karten. So, was ich als allererstes, glaube ich, mal mache, also ich sehe hier, Kohle will ich auf jeden Fall abbauen. Wenn ich jetzt die 2 spielen würde, dürfte ich mir, weil ich einen Arbeiter habe, die erste Kohle in der Reihe nehmen. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich kann mir auch gleich 2 Arbeiter besorgen und dann darf ich mir mehr Rohstoffe nehmen. Also mache ich erstmal das. So, jetzt besorge ich mir hier für mein Team einen zweiten Arbeiter. Und dann ist auch schon der nächste Spieler dran. So, auch er guckt, okay, es sind noch mehr als 2 Karten verdeckt. Ich muss eine aufdecken. Nehmen wir mal die da hinten. Haben wir mehr Erdöl. Okay, der hat jede Menge Investoren hier. Und es gibt 2-mal Erdöl. Dann besorge ich mir doch gleich mal einen passenden Investor. Von den Investoren gibt es für jeden Rohstoff einen Investor. So, und was der macht, ist, der erlaubt mir, den Rohstoff abzubauen mit einer Karte weniger. Ja, also ich brauche dann keine 2 Karten mehr mit Erdöl, sondern nur noch eine oder sogar nur den Investor und 2 beliebige Karten, um den Rohstoff abzubauen. So, den legen wir mal darüber. Damit ist der erste Spieler wieder dran. Der darf eine weitere Karte aufdecken oder muss besser gesagt, weil noch 3 verdeckt waren insgesamt. Ist nochmal Kohle, das ist sehr gut. Und der baut gleich mal Kohle ab. So, das heißt, er nimmt jetzt eigentlich die erste Karte von links, aber er hat 2 Arbeiter, deswegen darf er die ersten beiden Karten von links nehmen. Das ist doch gleich mal ein schöner Anfang. Die 2 darüber und die Karten werden einfach wieder aufgefüllt und zwar genau an der gleichen Stelle. So, eine Karte hat er übrig und der erste Spieler ist wieder dran. Der hat sich jetzt den Investor extra geholt. Der könnte sich jetzt auch noch einen Arbeiter holen. Ach ja, genau, das machen wir da einfach. Ich hole mir noch einen Arbeiter. So, weil dann kann ich mit der einen Karte beide Erdölkarten abbauen, wohingegen ich hätte vorher auch die 2 Karten gehabt, dann hätte ich auch die beiden Karten bekommen, hätte aber immer noch nur einen Arbeiter und so habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also, und ich habe schon wieder vergessen, eine Karte aufzudecken, glaube ich. Das mache ich gerne. So. Gut, der erste Spieler ist wieder dran. Der sind noch 3 verdeckt. Der muss eine aufdecken. Nehmen wir einfach mal die da. Da haben wir Diamanten. Diamanten ist schon mal ganz gut, aber er hat nur eine Karte und mit der kann er nicht viel anfangen, also zieht er einfach 2 nach und jawohl, das passt. Können wir uns gleich die Diamanten holen. Das ist auch gleichzeitig der wertvollste Rohstoff. Von daher, die will man haben, wenn man kann. So, er hat nur noch eine Karte, aber dank dem Investor kann er sich jetzt das Erdöl holen und zwar wegen der 2 Arbeiter, die ersten 2 Karten von links. Das sind gerade die einzigen beiden, die zu sehen sind. Die nimmt er sich. Achso, es waren jetzt nur noch 2 Karten verdeckt. Das heißt, er hat die Wahl, ob er Karten aufdecken möchte oder nicht. Und er hat jetzt gesagt, nö,
Ich will einfach die zwei Erdöl, die sehen ganz gut aus, das passt so. So, der erste ist wieder dran, der muss eine aufdecken. Nehmen wir mal, oh, wir nehmen mal die ganz hinten. Noch mehr Erdgas. Und ich glaube, ich hole mir gleich, ja, ich könnte mir jetzt natürlich auch den Investor für die Diamanten holen und mir dann mit der einen Karte die Diamanten einfach greifen. Ja, dann machen wir doch das. In der Hoffnung, dass sie mir der andere nicht wegschnappt, hole ich mir den Investor hier. Der erste ist wieder dran, dreht eine Karte rum. Kohle. Also, falsch, der hat keine Handkarten mehr. Also zieht er einfach zwei. Jetzt könnte er sich auch die Diamanten holen. Aber der sieht schon, der andere hat sich ja schon den Investor gekrallt. Und der ist dran, sind zwei Karten verdeckt. Ich decke mal eine auf. Es könnte ja sein, dass ich jetzt nochmal Diamanten aufdecke und dann könnte ich sie beide abbauen. Nehmen wir mal die. Nee, ist leider Erdgas. Aber mit der Karte hole ich mir jetzt die Diamanten, bevor es jemand anders tut. Dafür sind sie einfach zu wertvoll. So, der erste Spieler, ach, immer noch die falschen Karten, hat Diamanten auf der Hand. Ja, wir decken mal auf, vielleicht gibt es ja irgendwo welche. Auch der hat kein Glück. Dann zieht er einfach zwei Karten, weil er mit denen sonst nichts anfangen kann. Und da haben wir einmal gemischt. Und der erste Spieler hat keine Karten auf der Hand, will auch keine aufdecken dementsprechend. Und nimmt sich einfach zwei schon wieder Diamanten, die wir nutzen könnten. So, zurück zum zweiten. So, der ist ja jetzt schon auf Erdöl sozusagen ausgerichtet, hat auch schon zwei Erdölkarten. Und die sind 3 und 5.000 Dollar wert. Oder Rubel oder was auch immer. Und der könnte jetzt natürlich seinen Gewinn maximieren, indem er sich noch einen Verkäufer dazu holt. Und zwar die Verkäufer gibt es auch für jeden Rohstofftypen einmal, zusätzlich für jede Personenkarte. Und was die machen ist, die ersetzen für jede Rohstoffkarte, die man gesammelt hat, den Wert dieser entsprechenden Rohstoffkarte durch einen festen Wert. Ja, also, ich hole mir jetzt den Investor dementsprechend natürlich für Erdöl. So, gucken, dass wir ihn da rauskriegen. So, das heißt, die zwei Erdölkarten sind jetzt am Spielende zusammen keine 8.000 Dollar wert, sondern 12.000. Jede von ihnen 6.000. Also, das ist eine lohnende Investition in diesen Verkäufer. Zusätzlich sind übrigens alle Personenkarten, also jeder Arbeiter, jeder Investor, jeder Verkäufer nochmal 1.000 wert. Außer ich habe noch den Mitarbeiter des Monats, ja, also hier den Arbeiter des Monats, den Verkäufer des Monats oder den Investor des Monats. Dann werden hier die Werte eben auch ersetzt. Statt 1.000 kriege ich dann 2, 3 oder 4.000 für die jeweilige Karte. So, das war's von links. Dann macht der erste Spieler, von rechts, Entschuldigung, macht der erste Spieler nochmal einen Move, der deckt nochmal eine Karte auf. Immer noch keine Diamanten. Erdgas ohne Ende, aber keine Diamanten. Komisch. So, also zieht er einfach zwei Karten und ist glücklich damit. Er könnte sich jetzt, hätte sich auch kein Erdgas holen können mit den Zweien, ne? War ja kein Symbol dabei. Von daher bleibt ihm nichts anderes übrig. Der erste hat auch nur Diamanten. Also ziehen wir auch hier zwei Karten. Immer noch kein Erdgas, aber zumindest schon mal Kohle. Da gibt es allerdings nur einen Tausender. Das ist ziemlich wenig. Da wird er sich nicht für interessieren. So, der hier, der könnte auch Kohle abbauen. Er könnte sogar beide abbauen, weil er ja zwei Arbeiter hat. Das sind zusammen aber auch nur 3.000. Ich glaube, der zieht einfach nochmal in der Hoffnung, dass er mal Erdgas kriegt. Handlimit ist übrigens 8 Karten, also hat er noch ein bisschen Platz. Und das hilft ihm auch nicht weiter. Vielleicht holt er sich nächste Runde einfach einen Investor für Erdgas. Und dann geht das auch so. So, was macht er? Gold, Diamanten, alles nicht da. Nur die Kohle wäre da. Aber vielleicht sagt der sich einfach, guck mal, ich kann mir auch einen Investor holen und ich hole mir den Investor für Erdgas. Jetzt denkt sie erst, ah, verdammt,
Den wollte ich doch haben. Dann ziehe ich einfach weiter Karten oder hole ich mir den Investor für Kohle. Ah, ich glaube, ich hole mir den Investor für Kohle dann einfach. Ich glaube, ich nehme ich die beiden. Ah, ich nehme mal die beiden. Wer weiß, wann die nächsten Diamanten. Achso, Diamanten habe ich sowieso den Investor schon. Dann kann ich auch die ausgeben. Ich habe da immer noch einen für Diamanten übrig. Und hole mir noch den Investor für Kohle. So. Zurück zum ersten. Der kann jetzt Erdgas abbauen. Hat allerdings noch keine passenden Karten. Gut, der andere hat sich gerade umorientiert. Ich glaube, dann hebe ich mir das Gold und die Diamanten mal noch auf und ziehe erstmal zwei Karten. Jetzt kann ich Gold abbauen, aber das bringt mir auch nichts. Zurück zu ihm hier. So, der holt sich jetzt die Kohle. Und zwar nehmen wir mal den Investor. Da ist sowieso nur noch einer für Gold da, den brauchen wir nicht. Und wir holen uns die zwei Karten für die Kohle. So, jetzt geht es endlich mal wieder voran. Das Spiel geht übrigens so lang, bis dieser Stapel an Rohstoffen hier aufgebraucht ist. Also alle Rohstoffe kommen sozusagen ins Spiel. Und wenn die letzte Karte davon hier rübergelegt wird, dann ist jeder Spieler noch einmal dran. Und am Spielende werden die Punkte zusammengezählt. Und das war's. So, dieser Spieler deckt erstmal noch eine Karte auf. Aha, Diamanten. Würde ich die dem jetzt wegschnappen? Das sind 7000. 7000 ist eine ganz schöne Menge. Ich glaube, die kann ich dem ersten nicht lassen. Und dann spiele ich die drei Karten. Also einmal Diamanten plus zwei beliebige. Werf die ab und schnapp dem anderen die Diamanten vor der Nase weg. So. Gut, ich glaube, ihr habt verstanden, wie das Spiel funktioniert. Natürlich, gerade im Fall von Erdgas zum Beispiel, lohnt sich's richtig hier noch die Arbeiter auszubauen, weil der Rohstoff relativ häufig ist, dafür bringt er nicht viel. Man kann sich aber natürlich später noch einen Verkäufer holen, um den Gewinn auch da zu maximieren. Und so geht das Spiel vor und zurück sozusagen. Die Spieler kämpfen um die einzelnen Rohstoffe, bis sie alle ausgehoben sind sozusagen, also abgebaut sind. Und am Ende gewinnt der mit dem meisten Geld. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich halte das Video heute mal kurz, denn das reicht eigentlich für den Eindruck. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.